Willkommen zur Wiener Börseparty auf Audio-CD.at. Heute ist Dienstag, der 9. April 2024 und mein Name ist Christian Drastil. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. An meine Ohren lasse ich nur Wasser und Audio-CD. Heute geht es unter anderem um ein Erratum, eine fette Dividende und die Ankündigung einer fetten Dividende und den Welttag der Frauen 2025. Dies und mehr in der Wiener Börseparty mit dem Motto Market. Hey, and me. Here's Market and me. Podcasting for equity. With Homie B. Hey, den Zeitgeist, ja. Ein Modethema. Ja, die Börse als Modethema und die Wiener Börseparty im April ist präsentiert von Wiener Berger und heute zum letzten Mal für dieses Jahr vom Börsentag Wien. So. ATX 3588,69 Punkte, ein Minus von 0,10%, aber eigentlich könnte man dieses Minus auch als Plus stehen lassen, denn der ATX, der ist im Plus. Das liegt an der Raiffeisen Bank International Aktie, die heute in der Wiener Börse Sicht mit 3,68% Plus dargestellt wird, aber trotzdem ein Minus von 3,68% hat. Das geht so, dass 1,25 Euro Bruttodividende abgeschlagen wurden. Die Aktie verliert auf 18,04 Euro und letztendlich wird das im ATX negativ bewertet und im ATX-DR positiv bewertet, dieser Bruttodividendenabschlag. Und ja, das ist die Situation und deswegen kann man sagen, entweder Gewinner oder Verlierer. Raiffeisen Bank International. Die Dividende ist natürlich zu verkästen, aber auch nach sind Privatanleger im Plus. Deswegen für mich heute ein Gewinner. Weiters im Plus die FACC mit 6,27 Euro und einem Plus von 1,9% und Pira Mobility mit einem Plus von 1,8%. Beim Geldumsatz sieht es zu Mittag so aus, dass die BAWAG mit 7,3 Millionen vorne liegt und die RBI mit 6,6 Millionen an der zweiten Stelle liegt. Und BAWAG, das ist auch gleich die Überleitung, die haben eine Dividende von gleich 5 Euro je Aktie beschlossen, sind dann auf All-Time-High gegangen. Die Dividende wird am 15. April ausgezahlt, also da haben wir wieder so eine Geschichte. Ex-Dividendentag ist schon der 10. April, also morgen. Nicht einverstanden waren die Aktionäre bei der HV mit der Vergütungspolitik, aber ich glaube, das gehört zum Style der BAWAG dazu. Wir Aktionäre, wir können uns da jedenfalls freuen, wie gut das Ganze läuft. Weiters noch bei den Nachrichten, Frequentis hat 2023 mit einem Umsatzplus von 10,8% auf 427,5 Millionen Euro abgeschlossen. Das EBIT ist um 6,6% auf 26,6 Millionen Euro gesteigert worden. Der Auftragseingang hat erstmals die Marke von einer halben Milliarde überschritten. 504,8 Millionen plus 24,7%. Am 14.05. gibt es das fünfjährige Börsenjubiläum vom zweitjüngsten IPO an der Wiener Börse. Ich habe es immer wieder erwähnt. Der Jahrgang 2019 brachte uns zuerst die Marinomed, dann die Frequentis und als jüngstes IPO die Addiko Bank. 1869 fing alles an. Ja, und ein Big Erratum zu gestern. Ich habe die richtige Jahreszahl gesagt, aber weil die Memory 250 Jahre Wiener Börse, das auch erst vor kurzem gefeiert worden ist, so stark war, habe ich gestern erwähnt, dass die Porr am 8.4.2024, also gestern, den 255. Börsegeburtstag hatte. Natürlich absoluter Blödsinn, tut mir als Rechenkönig weh, weil es sind natürlich nur 155 Jahre. 150 Jahre Porr. Diesen Song gibt es auch aus dem Jahr 2019, als der 150er gefeiert worden ist. Also ich war sogar dabei. Bei uns auf der Podcast-Plattform werde ich natürlich verlinken, also sorry. Und das ist aber auch gleich die Überleitung zu Wiener Berger. Da ist die langfristige Kreditfinanzierung von 600 Millionen jetzt abgeschlossen und Wiener Berger wird in Kürze jetzt den 155er an der Wiener Börse feiern. Und finally, die Wiener Börseparty, die ist ja präsentiert von Wiener Berger. Die sind da der Generalsponsor. Und für die Phase Anfang März bis inklusive heute war auch der Börsentag Wien, der am Samstag stattgefunden hat, der
Co-Presenter. Und da gibt es für das nächste Jahr den Termin und das ist diesmal einen Monat früher, nämlich am 8. März 2025, wieder von 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr im Austria Center Vienna. Eintritt frei und ja, 8. März, wenn es da bei irgendjemand klingelt, das ist der Weltfrauentag und ich glaube, das ist eine ganz, ganz, ganz geniale Idee vom Veranstalter, da ein Programm zu basteln, das zu diesem Tag auch passt und Frauen wie Männer an der Geldanlage noch mehr begeistern wird. Und damit schließe ich für heute. Tschüss und Baba, bis morgen.